Bauarbeiter, können wir das schaffen? Bob der Meister, jo, wir schaffen das! Buggy und Mixi, Rudel und Bob, Peppo und Wendy machen den Job. Doch auch der Rollo gehört dazu. So wird die Arbeit erledigt im Nu. Bauarbeiter, können wir das schaffen? Bob der Meister, jo, wir schaffen das! Buschel und Feder sind stets vergnügt, was nur an Rumpel und Knolle liegt. Bauarbeiter, können wir das schaffen? Bob der Meister, jo, wir schaffen das! Heute Geburtstag und für den habe ich eine tolle Idee. Ja? Wir tun einfach alle so, als wäre heute ein ganz normaler Tag und heute Nachmittag überraschen wir ihn mit einer Geburtstagsparty. Du meinst, wir sollten so tun, als hätte er heute gar nicht Geburtstag? Ja, genau. Aber wird Bob nicht furchtbar enttäuscht sein, wenn wir ihm nicht zum Geburtstag gratulieren? Gratulieren können wir ihm doch auch später noch auf der Geburtstagsparty. Oh ja! Ich könnte ihm einen Kuchen backen. Wir schmücken den Hof. Und besorgen haufenweise Geschenke. Aber denk dran, er darf auf keinen Fall was merken. Wovon darf er nichts merken? Guten Morgen, Wendy. Oh. Hallo, Kuschel. Ich habe heute Geburtstag. Ich bin gespannt, ob ich was geschenkt kriege. Bestimmt warten schon alle draußen auf dem Hof auf mich. Und ich wollte es gerade hochheben, als... Achtung, Bob kommt. Oh, guten Morgen, Bob. Guten Morgen, Wendy. Oh, hi, Bob. Hallo, Bob. Guten Morgen. Hi, Bob. Ein herrlicher Tag, nicht? Ja, und was für ein herrlicher Tag. Ist keine Post gekommen, Wendy? Bis jetzt noch nicht, nein. Wartest du auf was Bestimmtes? Nein, eigentlich nicht. Ich hab nur gedacht... Weißt du, Bob, ihr müsstet längst weg sein, um Bauer Gurkes Stallwand zu reparieren. Ja, da gibt's eine Menge zu tun. Mal sehen. Ich brauche Buggy, um die Ecke freizumachen und Heppo zum Heben der Holzbretter. Oh, das ist gut. Dann können wir anderen ja hier bleiben und bei den Vorbereitungen helfen. Ich meine für das Essen. Ja, genau, fürs Mittagessen. Also dann, bis später, Bob. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich werde mir Mühe geben. Bis dann. Glück. Jetzt kann ich endlich Bobs Geburtstagskuchen backen. Noch fester ziehen, Bob. Ich versuche es. Versuche es, ja. Oh. Puh. Das war ganz schön schwer. Kann er's schaffen? Jo, ich schaffe das, Knolle. Hast du eigentlich nichts zu tun? Hey, Mixi, wollen wir Wendy nicht zusehen, wie sie Bobs Geburtstagskuchen backt? Gute Idee. Komm mit, wir gucken durchs Küchenfenster. Kuchen zu backen sieht ganz leicht aus. Man schmeißt einfach alles zusammen und vermischt es gründlich. Ja, genau wie beim Betonmischen. Bob liebt doch deinen Beton so, Mixi. Wollen wir ihm nicht einen Betonkuchen machen? Den kann er für immer behalten. Oh ja! Komm mit! Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Wie sieht der aus, Buddel? Noch sieht er ziemlich matschig aus. Okay, wir müssen ihn in eine Form gießen. Form? Was für eine Form? Buddel, ich kann den Beton doch nicht einfach hier auf den Boden schütten. Er würde sich über den ganzen Hof verbreiten und aussehen wie ein großer, flacher Pfannkuchen. Ach du große Güte, bloß nicht. Das würde Bob gar nicht komisch finden. Ich suche schnell was. Beeil dich bitte. Ich fühle, dass der Beton härter wird. Na, wie findest du den? Ganz toll. Lass ihn runter.
Auf die Plätze, fertig und los geht's. Oh, oh, wunderbar. Das ist fertig. Jetzt lass das nächste Brett runter, Heppo. Noch ein Stück weiter rüber. Zu mir, zu mir! Zu mir, zu mir! Solltet ihr nicht die Eier von Bauer Gurkes Hühnern abliefern? Ja, aber wir dachten, du brauchst ein bisschen Hilfe. Das ist nett von euch, aber wir kommen klar. Danke sehr. Bitte, na schön, wir sind schon weg. Einen schönen Tag noch, Bob. Wir wollten doch nur helfen, stimmt's, Knolle? Hallo, du musst dir unbedingt unseren Kuchen ansehen. Oh. Gefällt er dir nicht? Naja, da fehlt irgendwas, was ihn, wie soll ich sagen, lustiger aussehen lässt. Stimmt. Rollo hat recht. Mal sehen, was wir finden können. Ja, so sieht er wirklich viel lustiger aus, oder? Er sieht tatsächlich lustiger aus. Ja, Bob wird begeistert sein. Bin gleich wieder da, Rumpel. Huhu, ist jemand zu Hause? Oh Mann, hab ich einen Hunger. Hey, Magen, sieh dir das an. So ein leckerer Kuchen. Knolle! Oh, Entschuldigung. Hey, das ist Bobs Geburtstagskuchen. Oh, Bobs Geburtstagskuchen. Finger weg. Entschuldigung, Wendy. Er sieht so lecker aus und ich habe so einen Hunger. Ich wollte gerade die Kerze hier auf den Kuchen stecken. Oh, Wendy, darf ich dabei helfen? Ich weiß nicht, ob du das verdient hast. Oh, sei doch nicht so, Wendy. Na gut, überredet. Danke, Wendy. Knolle ist schon dabei. So, ich denke, das war's. Sieht wirklich gut aus. Bauer Gurke wird zufrieden sein. Oh, bestimmt ist das endlich ein Geburtstagsanruf. Hallo, Bobs Baugeschäft. Hallo, Bob. Ich wollte nur wissen, wann du wieder hier bist. Oh, hallo, Wendy. weißt du, wir sind gerade fertig geworden. Also bald. Wieso? Gibt's einen besonderen Grund? Oh, nein, nein, nichts Besonderes. Ich habe nur ein paar Briefe, die du unterschreiben musst, bevor sie rausgehen. Okay, also, bis gleich. Bis gleich. Ja. Trauriger Geburtstag, keiner gratuliert. Komm schon, Bob, wir fahren nach Haus. Bob kommt. Er kommt. Unser Meister hat Geburtstag. Bob, so heißt er, erlebe hoch. Lasst uns singen, können wir es schaffen, ein Ständchen bringen. Jo, wir schaffen es! Hey, hey, hey. Oh, alles Liebe zum Geburtstag, Bob. Herzlichen Glückwunsch. Und ich dachte schon, ihr hättet meinen Geburtstag total vergessen. Wir deinen Geburtstag vergessen, Bob? Wie kommst du denn darauf? Du bekommst sogar zwei Kuchen zu deinem Geburtstag. Einen echten Kuchen und einen Betonkuchen. Einen, den ich essen kann und einen, den ich für immer aufbewahren werde. Oh, ich danke euch allen für diese wunderschöne Geburtstagsüberraschungsparty. Aber da ist noch etwas, Bob. Deine Post. Was? Die sind alle für mich? Aber natürlich. Schließlich bist du doch das Geburtstagskind. Ja! Oh, bitte. Darf ich jetzt ein Stück von dem leckeren Kuchen essen? Danke, Bob. Typisch Knolle. Natürlich, Knolle ist immer bei der Arbeit.